Jetzt erstmal Stiften gehen, Stiften gehen, Stiften gehen. Was? Jetzt erstmal Stiften gehen, Stiften gehen. Hallo und herzlich willkommen, ich bin der Lautsprecher und ich begrüße euch wieder bei Assassin's Creed. Hey. Origins. Und wir müssen jetzt der Quest folgen. Rauch über dem Wasser, finde Amosis in der Nähe des Hafens. Wir haben ihn schon lokalisiert. Das haben wir schon mal vorbereitet, schon in der letzten Episode. Jo, und jetzt gehen wir da mal hin zum Hafengebiet. So, und guck mal, wo der Herr sich aufhält. So. Okay, da wird schön der Lachs geräuchert. Nee, was? So. Amosis? Was? Ja? Heute gibt es ganz frische Muscheln. Mein Name ist Bayek. Ich komme von Hakuf. Er braucht deine Hilfe als Jeskas Freundin. Ich bin ganz Ohr. Seit Jeska tot ist, benötigt Hakuf einen treuen Agenten, der die Menschen sicher aus Sephetos Reichweite bringt. Tot? Ihr zwei seid nicht ganz auf dem Laufenden. Jeska lässt sich doch nicht von Sephetu erwischen. Sie ist dem Feuer entkommen. Was? Wo ist sie? Sie ist auf dem Fluss, mit einer Feluke voller Vorräte für die Leute, die sie gerettet hat. Sie hat die gefährliche Route in den Südwesten genommen, vorbei an den Nilpferden, um Sephetus Augen zu entgehen. Wenn du der Küste folgst, findest du sie. Aha. Okay. So. Sollen wir hier gleich das hier nehmen? Jo, komm. Wenn das hier so rumsteht, warum nicht? So. On the road again. Yo. Da vorne sind schon wieder Nilpferde. Oh, die sind wieder voll aggro unterwegs. So, sollen wir erstmal wieder Semo. Oh, Nilpferdversteck. Okay. Oh, fuck. Und da ist er, oder was? Ich glaube das ja wohl nicht. Scheiße. Da müssen wir jetzt hin. Alter Schwede. Deswegen gehen die so aggro ab. Okay. Hey, ja! Entfort, ihr verfluchten Flussschweine! Okay. Verfluchte Wasserschweine! Hilf mir, sie zu vertreiben! Bin schon dabei. So. So, das erste ist schon mal weg. So, das zweite auch. Komm. Konzentrier dich auf mich. So. So. Okay, erstmal plündern. Hartes Leder können wir gut gebrauchen. Und jetzt los. Ey, die legt sich auch wirklich mit jedem an. Ist sie bescheuert? Ich glaub das ja wohl nicht. Na. So. So. Und jetzt eigentlich. Oh, da ist der Big Boss. Big Boss ist hier in the house. Alter. So, irgendwie schlafen die ab und zu mal ein. So, komm. So, der ist weg. Die haben wir noch. Alter. Oh, 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 nein. Ah, ich wusste es. Ich wusste es einfach. Ich bin aber auch nicht mehr weggekommen. So ein Dreck. Jetzt müssen wir sie alle wieder erledigen, oder was? Ah, was ein Scheiß. Leute, Mann, meine Fresse. Wo sind wir jetzt? Verfluchte Wasserschweine! Ah, ja, okay. Hilf mir, sie zu vertreiben! Okay. Da hat es Gott sei Dank zwischengespeichert. Aber wir haben noch genug Wasserschweine. Wenn man das so sagen kann. Nur Pferde. Ich dachte immer, die wären so. Treu. Also was heißt treu? So süß.
greifen keinen an. Haben halt ein riesiges Maul, aber die sind echt schon gefährlich. Also auch im richtigen Leben sollte man sich einem Nilpferd nicht einfach so nähern. Gut, in Deutschland gibt es nicht so viele Nilpferde in der freien Umlaufbahn. So, können wir mit dir quatschen jetzt? Wie nennt man dich? Bayek. Freut mich, Bayek. Ich bin Jeska. Wie bist du hier gelandet? Hab mich verlaufen. Nahm die falsche Strecke. Was ist denn falsch daran, Sefetus Patrouillen auszuweichen? Was weißt du von Sefetu? Haku hielt dich für tot. Aber du lebst. Er braucht deine Hilfe. Hilf mir, die Vorräte in mein Dorf zu bringen. Dort sind viele auf mich angewiesen. Danach reden wir. Dass wir immer erst einen Gefallen einlösen müssen. Oha. Der liegt da schon ein bisschen länger. So, jetzt haben wir aber hier alles ausgerottet, ne? Hier lebt nichts mehr. So, nimmst du mich mit? So, sitzen. Okay. Dann setzen wir uns ganz gechillt. So, ist ja auch mal ganz schön. Woher kennst du Hakuf? Ich wurde von einem Mann zu ihm geschickt, dem ich verpflichtet bin. Ich glaube, dass wir gemeinsame Ziele haben. Tja, er ist ein großer Mann. Obwohl es in Sais von selbsternannten großen Männern wimmelt. Aber Hakuf hat ein gutes Herz. Er kümmert sich um die Stadt und die Menschen. Ja, er schützt sie vor Feiglingen wie Sefetu und dem Skarabäus. Ich habe viele Familien aus Sais herausgebracht, um sie zu beschützen, wie die arme Venis und ihren Sohn. Alle, die sich Sefetu widersetzen, lässt er einfach verbrennen. Ich finde es sehr mutig von dir, andere Familien zu beschützen. Wenn du meinst. Ich verstecke sie in meinem Dorf, bis wir eine Karawane organisieren können, die sie durch die Wüste bringt. Dafür brauchen wir Proviant und Medizin. Wie hast du überlebt? Sefetus Männer brachten mich zur Festung Nikio, wo sie mich gefoltert haben. Ich habe ihnen ins Gesicht gespuckt. Als sie dachten, sie hätten mich... Bei den Göttern! Sefetu ist hier! Was? Sefetu ist hier? Wo hast du das jetzt schon wieder gesehen? Nein! Nein! Wenn du! Annen! Venis! Was? Beschützt den Kyrios! Oh nein! Tötet die Abtrünnigen! Oh, wir werden jetzt angegriffen. Du kommst hier nicht vorbei! Gott! Die ist schwer verletzt. Kacke! Lebst du noch? Oh Gott. Aufpassen, die kommt wieder. Oder auch nicht. Oh Gott. Fuck. Können wir was machen? Oh Gott, nein. Sie ist schwer verletzt. Fuck. Sie steht immer auf. Ist auch... Ah, jetzt. Ich dachte schon, du stehst nicht mehr auf. So, okay. Ah. Sollte ich unentdeckt bleiben. Oha. War mal. Den war mal kalt. Mit einem Attentat, würde ich sagen. So. Hey. Komm. Sau. Komm, jetzt haben wir sie, jawohl. Du Bastard. Komm. So. Verdammt. So. Sehr schön. Oh, wir brennen wieder. Nicht so gut. Komm. So. Jawohl, ja. Erstmal wieder looten, 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 looten. So. Okay. Scheiße, haben sie alle hingerichtet. Ne, das war mir. Ich dachte erst aber, na gut. Will gar nicht wissen, was jetzt mit den Ortsansässigen ist. Kackverdammte.
Au. Komm schon. So. Der ist weg. Den stammen wir uns auch noch. So, komm. Jawohl. So. Der kommt, glaube ich, geritten. Oh. Duck dich mal. Ah ne, das ist The Miss Jessica. Es ist getan. So viele Leben zu Asche verbrannt. Ist noch jemand übrig? Wir müssen schnell sein. Es kommen noch mehr. Hm. Krass. Krasse Action. Oh. Hast du das gehört? Ja. Lebt da noch einer? Bentu! Oh Götter! Unglaublich, du lebst! Oh Gott. Ich lasse dich nicht zurück! Ah! Oh. Wow. Frauenpower. Alter. Guck dir das an, was die mit denen gemacht haben. Krass. Meine Vettern haben einen Hof in der Nähe. Vielleicht ist der noch sicher. Hilf mir, Pentu dorthin zu bringen. Natürlich. Ja. Ich nehme ihn. Okay. Komm. Alter, du bist aber krass verbrannt hier. Nicht schön. Alter Schwede. So, wo müssen wir lang? Ah ja. Nehmen wir am besten die Pferde, oder? Ist zwar jetzt nicht so weit, aber... ist besser für meinen Rücken. So. Da vorne müssen wir hin. Wow. Zum Bauernhof. So. Herkommen. So. Abana! Hier sind wir. Oh. Sind wir schon wieder angegriffen worden? Hey, das hilft doch ja nicht. Pentu verdankt dir sein Leben. Das war nichts, was du nicht auch getan hättest. Er verdankt dir sein Leben. Aber das war bestimmt noch nicht alles. Nein. Diese Hunde werden uns sicherlich weiterjagen. Ich rede mit Hakuf. Wir müssen einen Weg finden, Sefetu zu uns herauszulocken und auszuschalten. Ich kann deine Leute nicht aus der Dua zurückholen, aber ich helfe dir, dein Dorf zu rächen. Yes, genau. So. Okay, 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 okay. So, dann gucken wir mal. Du kannst nicht da drin. So, da ist schon wieder eine Quest. Vogelstrauß-Taktik, okay. Die nehmen wir mal an. So, hallo. Kann ich dir helfen? Mein saudummer Bruder hat sich da drinnen verbarrikadiert. Mit wem redest du denn da? Es ist einer von denen, oder? Nein, du Idiot. Er fürchtet Sefetus Männer. Aber den Kopf in den Sand zu stecken, hilft auch nicht. Ich bin doch kein Strauß. Höre ich da Pferde? Sind Sie das? Lauf besser weg! Okay. Bitte. Oh Mann. Wenn er nicht arbeitet, werden Sefetus Steuereintreiber etwas Furchtbares tun. Ich weiß nicht, ob ich ihn überreden kann, aber ich halte nach den Eintreibern Ausschau. Ich werde sie überzeugen, euch in Ruhe zu lassen. So. Okay, dann schauen wir mal nach den Eintreibern. So. Erstmal wieder die Quest verfolgen, Vogelstrauß-Taktik. So. Alright. Da vorne müssen wir hin. Ein leichter Schuss. So, nehmen wir erstmal wieder ein Pferd. So. Und da hoch. So.
Wenn wir nämlich diese Quest gemacht haben, sind wir auf jeden Fall Level 19. Das ist natürlich auch nicht schlecht. So, hey. Den wollen wir jetzt erstmal nicht begegnen, würde ich sagen. So. Also, ja, Semo muss wahrscheinlich wieder erstmal, aber wir müssen eh hier rein, okay? Ah ja. Alright. So. Hier war es doch. Gut, dann gehen wir erstmal hier lang. Halt! Bleib stehen! Nö, 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 nö. Komm du doch mal her. Komm. So. Hier schießen sie zuerst und fragen dann. Richtig. So. Ich bring dich um! Ich ruf die Truppen! Jawohl! Und gleich abgeschlossen und Level 19 und wieder ein Fähigkeitspunkt. So muss das sein. So macht das Spaß. So, jetzt machen wir erstmal hier. Gut, den hattest du frei. Oh Gott. Jetzt erstmal Stiften gehen. Jetzt erstmal Stiften gehen. Oh Gott, das war scheiße. Das weißt du auch. Haha, nicht getroffen. Oh. Erstmal. Ausruhen. Komm. Ah, fuck, der synchronisiert, aber macht nichts, ist überhaupt nicht schlimm. Weil wir haben ja die Quest eigentlich schon, wir haben sie ja schon gemeistert. So, und dann gucken wir mal schön noch in den Fähigkeitsbaum, würde ich sagen. So, schauen wir mal, dann sehen wir schon, gell? Da müssen wir gar nicht mehr rein. Das interessiert uns jetzt gar nicht. So. Hatten wir nicht einen besseren Bogen? Nee. Hab ich wohl geträumt. Wahrscheinlich. So. 3 Punkte brauchen wir. Was brauchen wir da? Da brauchen wir einen Brandbombe. Oh, Brandbombe ist bestimmt nice. Jo. Genau. So. Okay. Jetzt gucken wir doch mal, was uns die jetzige Quest verspricht, was wir jetzt machen können. So. Verlorenes Glück, würde ich sagen. Oder was haben wir hier noch? Nee. Verlorenes Glück hört sich gut an. Ja. Verlorenes Glück, würde ich sagen, machen wir dann in der nächsten Episode. Das ist Hakus Gehilfe. Nesamun hat Sais mit einem Wagen voller Bierkrüge verlassen, die beim Fest zu Ehren von Sachmet in Yarmo benötigt werden. Die Lieferung kam nie an. Bayek muss herausfinden, was ihm widerfahren ist. Jawohl, das machen wir aber in der nächsten Episode, wenn es dann wieder heißt Assassin's Creed Origins. Ja, wenn euch diese Folge gefallen hat, oh, da können wir Brandbomben herstellen. Ah ja, das sind sie geil. Dann könnt ihr gerne mal ein Like da lassen. Könnt natürlich auch was in die Kommentare schreiben. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Bye, bye.